Es geht weiter. Wir fahren nach Wellen. Dort erwartet uns eine Kirche mit einem alten Taufbecken, einem anrührenden Altarkreuz und einer überaus farbigen barocken Kanzel. Doch zunächst schauen wir uns wieder den Weg an. Los geht es in Andraff, da waren wir zuletzt. Wir überqueren die Eder und fahren dann am Fluss entlang immer weiter nach Südosten. Wir unterqueren eine Straße und fahren über die Landstraße nach Wellen. Und nun wünsche ich euch viel Freude auf dem Weg und dann in der schönen Kirche von Wellen. Das ist unser Ziel, Wellen, und man sieht sie von ferne, die Kirche, zu der wir hinwollen. Wir starten in Andraff. Hier fahren wir vorbei, da sind wir hergekommen das letzte Mal. Wir überqueren die Eder über diese kleine Fahrradbrücke, halten uns rechts und fahren durch das Edertal immer am Fluss entlang. An dieser Brücke halten wir uns anschließend links und dann rechts auf die Landstraße bzw. den Fahrradweg daneben und der bringt uns direkt nach Wellen. Es geht ein Stück durch das Dorf und dann rechts hoch und wir kommen bei der Kirche an. Und auch die schauen wir uns zunächst wieder von oben an. Die Kirche liegt auf einem Hügel oberhalb des Ortes. Jürgen Römer wartet schon auf uns. Herzlich willkommen an der Kirche in Wellen. Sie liegt an einer Anhöhe, etwas über dem Edertal, hoch, mit einem schönen Blick auf die umliegenden Höhenzüge. Sie hat ihre stilistische Einheitlichkeit im Grunde bis heute im Inneren bewahren können, bis auf einige ältere Ausstattungsstücke, die wir uns jetzt vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher anschauen sollten, wenn wir die Kirche betreten. So, jetzt sind wir hier im Innenraum der Kirche in Wellen. Ein schlichter, einfacher, rechteckiger Saalbau mit einem Dreiachtelchorschluss und einer sehr großen, rundumlaufenden Empore. Das ist eine typische evangelische Predigtkirche um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das mit weitem Abstand älteste Ausstattungsstück, das aus dem Vorgängerbau dieser Kirche stammt, ist hier dieser achteckige Taufstein auf einem modernen Kunststeinsockel gesetzt. Wir wissen nicht genau, aus welcher Zeit er stammt. Man darf aber davon ausgehen, vielleicht noch aus der späten Romanik oder aus der frühen Gotik, also wohl aus dem 13., vielleicht auch noch aus dem 14. Jahrhundert. Eine weitere mittelalterliche Besonderheit der Ausstattung der Kirche ist dieser Gekreuzigte hier vorne am Altar. Da wissen wir nicht genau, wo er herkommt, ob er aus der Vorgängerkirche stammt oder ob er aus einer anderen Kirche hierher transportiert wurde. Er beeindruckt durch seine Schlichtheit, die das Leiden Christi ausdrückt im gotischen sogenannten Dreinageltypus, den Kopf zur Seite geneigt und Hände mit jeweils einem Nagel und die beiden Füße mit einem Nagel zusammen am Kreuz befestigt. Das zieht den Blick aus der Kirche doch sehr stark hier vorne zum Altar.
Hier stehe ich auf der Kanzel der Kirche in Wellen, die so gar nicht in dieses Gebäude zu passen scheint. Sehr prachtvoll aus dem Barock mit vielen Schnitzereien verziert, so gar nicht im Stil des ansonsten sehr nüchternen Baus. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese Kanzel ursprünglich gar nicht hier stand, sondern sie stammt aus Berndorf im Twistetal und wurde erst in den 1960er Jahren hierher gebracht. Sie war in einem sehr schlechten Zustand, wurmstichig und musste aufwendig saniert und restauriert werden und bildet aber heute hier einen ganz großen Blickfang in der Kirche. Sie stammt, wie das in vielen anderen Kirchen in unserer Region auch der Fall ist, von dem berühmten aus Immichhausen stammenden Schnitzer und Holzbildhauer Josias Wollrath Brützel, dessen Stil hier in Waldeck überall zu besichtigen ist. Das ist ein ländlicher, einfacher Stil, der aber trotzdem alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Zeit aufnimmt und hier verarbeitet. Die Außenseiten der Kanzel sind verziert mit Darstellungen der vier Evangelisten in der richtigen Reihenfolge, der Texte im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und hier Christus mit der Weltenkugel, mit dem Kreuz obendrauf. Es ist viel typisches Verzierungswerk aus der Barockzeit hier, diese Granatäpfel, hier ein aufgeplatzter Granatapfel. Da oben diese Engel mit den sehr eigenartigen Kopfformen, an denen man Josias Wollrath Brützels Werke immer sofort erkennen kann. Oben auf dem Schalldeckel die Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert und damit wohl dazu beitragen soll, dass der Prediger auch genug vom Heiligen Geist abbekommt. Über diese Landstraße sind wir nach Wellen gekommen. Auf der anderen Seite der Eder liegt Wega. Das ist unser nächstes Ziel.